Als Erholungsgebiet ist der Harz weithin bekannt, aber nur wenige wissen noch, dass der Harz lange Zeit auch Bergbau beheimatete. Ein jüngst erschienenes Buch war für uns Anlass, der ehemaligen Erzgrube Büchenberg einen Besuch abzustatten. Nahe an der B244, kurz vor Elbingerode, versteckt mitten im Wald, bietet sich die Möglichkeit, historischen Harzer Erzbergbau neu zu erleben. Ganz in der Nähe fällt auch gleich ein Eisengittermast auf. Es ist die Stütze Nummer 1 der einstmals längsten Industrieseilbahn Europas. Und egal, ob es draußen 30 Grad oder Regen und Nebel hat, im Bergwerk herrschen konstant 8 Grad Celsius. Das merkt man gleich nach wenigen Metern Fahrt mit dem Schrägaufzug, der die Besucher seit 1989 auf einen 600 Meter langen Rundweg auf der ersten Sohle bringt. Bis 1970 wurden hier die eisenhaltigen Erze abgebaut. Mit Hartmut Knappe, dem Autoren des Buches Wackerstein, Wald und Wüste, begaben wir uns auf Erkundungstour in den Stollen. Zusammen mit Annalena Rügner und Marvin Hunger aus der Wernigeröder August-Hermann-Franke-Schule ließen wir uns in eine Welt voller Geheimnisse entführen. Der Harz ist das Zentrum Europas, das geologische zumindest. Denn viele Begriffe aus der Geologie stammen aus dem Harz, sicherlich deshalb, weil hier sehr früh und intensiv Bergbau betrieben wurde. Und wir sind auch hier an einer solchen Stelle, wo man die Erdgeschichte sozusagen in einzelnen Blättern vor sich sieht. Einzelne Schichten sind es, die hier die Erdgeschichte geschrieben hat. Und im Harz selbst ist eine derartige Fülle unterschiedlicher Blätter aus der Erdgeschichte zu finden, die ihresgleichen auf der Welt sucht. Wahrscheinlich, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit, ist der Harz das einzige Gebirge, wo zum Beispiel die Waldgeschichte von fast den ersten Anfängen bis heute nahezu komplett geschrieben wurde, in einem Dokument angelegt. Steine haben Eigenschaften, verschiedene Eigenschaften. Was jetzt hier unsere beiden machen mit einem Magneten, das lässt sich sehr leicht rausbekommen, denn sie suchen Magnetit. Magnetit ist ein sehr hochprozentiges Eisenerz, das immer mal in diesem Roteisenstein, man sieht ihn ja überall, ist es rostrot, mit verbunden ist. Und der Magnetit ist das reichste Eisenerz. Also eine Eigenschaft des Gesteins, es kann magnetisch sein. Naja, man darf Harz und Harzvorland nicht so trennen. Das machen eigentlich auch bloß die Geologen. Der normale Mensch, der sieht das ja gar nicht. Der sieht gar nicht, dass der Harz eigentlich nur ein Fenster ist in die ältere Erdgeschichte und das Harzvorland ist der Fensterrahmen der jüngeren Erdgeschichte. Und beides muss man natürlich miteinander verbinden, denn ich kann ein Fenster ohne Rahmen nicht betätigen. Das wird nichts. Und wenn ich mir den Fensterrahmen anschauen will, also die jüngere Erdgeschichte, na, da gibt es also die besten Aufschlüsse in der sogenannten Aufrichtungszone des Harzrandes. Vielfältig sind sie, die Sandsteinfelsen, die Kalksteinfelsen. Und auch kleinere, versteckte Aufschlüsse sind es, wie Tongruben, Kiesgruben. Und gerade haben wir eine höchst interessante Kiesgrube entdeckt, wo, ich plaudere aus dem Nähkästchen, eine riesige Tonscholle bis aus der Gegend von Salzgitter hier zum Harz geschoben worden ist. Nicht mit Planierraupe, sondern mit einem Gletscher während der Eiszeit. Eine weitere Eigenschaft des Gesteins ist, man kann manche Steine spalten. Vor allen Dingen, es sind solche wie Kristalle. Und hier wird gerade ein wunderschönes Stück Stein, ein Kristall gespalten. Und man sieht, man kann sogar durchsehen. Das ist das Marienglas. Das wurde früher benutzt, früher, ganz früher, zum Verzieren von Heiligenbildern, als man der Glasmacherkunst noch nicht so mächtig war. Da hat man sich dann solche großen Gipskristalle ausgesucht, sie gespalten, so ähnlich wie hier, vielleicht noch etwas dünner, und damit dann wahre Kunstwerke vollbracht.
Das mit dem Eis, das ist eine unglaubliche Geschichte. Man kann sich das heute nicht mehr vorstellen, welche Unmenge an Eis von Skandinavien bis in das Harzgebiet vorgedrungen ist. Am Harz war es schon etwas ausgedünnt. Also man schätzt etwa 200, 250, 300 Meter Eismächtigkeit am Harzrand. Bei Magdeburg war das Eis wesentlich stärker. Da kamen dann schon 400 oder 500 Meter Eismächtigkeit hinzu. Man stelle sich vor, die Oberkante des Inlandeises war damals dort, wo heute im Frühjahr und Herbst die Wolken ziehen. Und diese Masse an Eis, die hat einen unheimlichen Druck auf das Untergrundgestein ausgeübt. Das wurde zerbrochen, weil es ja Dauerfrostboden war, wie Glas. Es ist von den Gletschern abgeschoben worden. Das Tauwasser hat Rinnen gefurcht, 10, 20 bis 100 Meter tief und hat im Grunde genommen die jüngere Erdoberfläche geformt, die wir heute im Harzvorland vorfinden. Wir sind bei der nächsten Eigenschaft des Gesteins. Man sieht Spannung im Feld, ein Hammer ist da, eine Steinplatte ist da und wir wollen doch mal sehen, was für eine Eigenschaft sich dahinter verbirgt. Denn Steine können auch klingen. Na, mal sehen, ob alle meine Entchen da rauskommen aus dem Stein. Na ja, also wenn man ungefähr schon weiß, dann kann man ahnen. Na ja, Annalena spielt ja auch Geige, nicht? Da ist es klar, dass sie schon ein musikalisches Gefühl mit dem Hammer hat, nicht? Ja, was haben wir dort? Es ist ein Harzgestein und zwar ein ganz besonderes. Es ist nämlich zu einem Klinker gebrannt worden und zwar durch ganz, ganz heißen Granit. Ursprünglich war das eine Grauwacke, ganz hier in der Nähe, im Brockengebiet. Und durch den Granitfluss, durch das Magma, ist das darüber liegende Stein gebrannt worden, wie in einem Ziegelofen. Es ist gefrittet worden. Und so ist also dieser Grauwacken-Hornfels entstanden, der durch seine Härte Töne hervorbringen kann, wenn man ihn denn anschlägt. Na, im Schaubergwerk Büchenberg haben wir in erster Linie die Bergbaugeschichte des Eisenerzbergbaues im Harz präsentiert in der schönsten Form. Geräte sind noch zu betätigen, die machen fürchterlichen Krach, wenn man das will. Aber gerade hier im Hintergrund haben wir etwas Sensationelles, nämlich das Eisenerzlager. Man kann sich buchstäblich vorstellen, wie diese Eisenerzschichten, hier sind sie besonders bilderbuchhaft eng aufgebaut, sich einst gebildet haben. Man sieht schwarze Kieselschiefer, man sieht roten Kiesel, Eisenjaspis, wie hier zum Beispiel, dann sieht man wieder einen schwarzen Kieselschiefer, man sieht Tuffbänder vulkanischen Ursprungs. Das war damals ein Gebiet, wo da so richtig die Post abging. Man kann sich das so mit Island etwa vorstellen. Einen ausführlichen Bericht vom Schaubergwerk Büchenberg sehen Sie hier demnächst in einem MO3-Spezial.